Ja, also ich finde es immer eine spannende Frage, wenn ich gefragt werde, woher kommen Sie, was machen Sie denn, wer sind Sie? Ich denke, ich bin eine sehr interessierte Frau. Ich bin vor allem eine Frau, das ist mal schon im Zentrum. Ich bin daneben aber auch Chirurgin, das mit Leidenschaft. Ich war ursprünglich Allgemeinchirurgin, habe jahrelang als Oberärztin auch gearbeitet, wusste aber immer, dass meine ganz große Leidenschaft die plastisch-ästhetische Chirurgie ist. Ich denke, so ein bisschen das, was mich ausmacht, ist, dass ich bei allem einen holistischen Approach suche. Also ich bin interessiert am Patienten. Es geht mir nicht nur um die Chirurgie, es geht mir nicht nur um Spritzen, es geht mir darum, dass sich der Patient in seiner Haut wohlfühlt, dass er eben wieder mit Stolz morgens aufstehen kann und sagt, na doch, das bin ich. Das sind Aspekte, die eben auch zu meinem Beruf gehören und die ich wirklich auch versuche zu fördern und in meinen Alltag zu integrieren. Also eine Skin Booster Therapie ist eigentlich nichts anderes als eine Möglichkeit, Feuchtigkeit wieder unter die Haut zu bringen. Jede Creme verspricht Ihnen das, wir wissen aber alle, dass es eine Barriere gibt, das ist eine sogenannte Epidermis, die lässt nicht zu, dass alle Feuchtigkeit in die Haut geht. Mit dem Skin Booster habe ich die Möglichkeit, eben genau diese Feuchtigkeit unter die Haut zu bringen. Das ist eine Therapie, die macht man im Abstand von 4 Wochen. Meistens braucht es 2, seltener 3 Behandlungen nacheinander. Ist eine wunderbare Möglichkeit, einen glänzenden, frischen Teint zu geben, ohne dass man eben verändert aussieht. Welche Klienten den Skin Booster nehmen, ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil ich habe Patienten, die sind 18, 19, also sehr junge Patienten, die nach einer schweren Aknebehandlung halt eben einen Skin Booster brauchen. Ich habe aber auch Patientinnen, die einfach eine gewisse Erfrischung möchten oder, ich nenne das jetzt mal ein bisschen lustig, eine Einstiegsdroge. Die wollen einfach mal versuchen, wie wäre es, wenn ich ganz wenig an mir verändere, ohne dass man eben anders aussieht. Ich bin der Meinung, dass wenn man Injektionen macht, egal ob das Neurotoxin ist oder ob das Hyaluronsäure ist, dass das in die Hände von Fachärzten gehört. Ich finde, es ist doch etwas, wo man Hintergründe kennen muss und dafür ist es einfach doch wichtig, dass man eine entsprechende Ausbildung hat. Also wenn Sie mich fragen, was ist so der Durchschnitt von Altersdurchschnitt meiner Patientinnen, sage ich jetzt mal, dann habe ich, glaube ich, zwischen 18 und 75 ein breites Spektrum. Ich würde aber sagen, dass die meisten Patientinnen so zwischen 40 und 55 sind. Ich habe, thanks God, immer mehr Männer auch in meiner Klinik. Also Tendenz steigend, es kommen doch immer mehr Männer.